Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Gottesdienst. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, herzlich willkommen. Bevor wir starten mit unserem Gottesdienst, habe ich noch ein paar Ansagen zu machen. Zum einen würde es wieder einen Präsenzgottesdienst geben. Der findet am nächsten Sonntag statt, am 28.02., wie immer hier in der Gemeinde, in unseren Örtlichkeiten hier. Und wie gewohnt natürlich mit FFP2-Maske. Für diejenigen, die ein Attest haben, gibt es im Foyer 1 Platz, wo sie dann auch dem Gottesdienst folgen können. Dann hat ja letzte Woche unsere Gemeindestunde stattgefunden. Da wurde auch das Protokoll rumgeschickt, und zwar mit dem Memo letzten Donnerstag. Wer kein Memo bekommen hat, der kann das Protokoll auch anfordern in unserem Sekretariat unter sekretariat@bgab.de. Und wer ganz aktuell sein möchte und die aktuellsten Infos haben möchte, der kann kostenlos die BGAB-App runterladen im App Store, damit er nichts mehr verpasst von uns. Gut, dann bleibt mir noch zu wünschen einen schönen Gottesdienst. Ich wünsche uns, dass wir auftanken können für die nächste Woche, und wünsche euch Gottes Segen. Allein durch Glauben sind unsere Herzen. Allein durch Gnade sind wir. Thank you.
Mein Gott, komm, begegne mir. Ich will den Herrn. Bitte komm und zeig dich mir. Hier vor dir wird mein Herz stark. Nah bei dir will ich bleiben, Herr. Wenn ich dir mein Loblied sing, kommst du mit Macht. Auf dich, mein Gott, komm, begegne mir. Ich will dich finden, Herr, bitte komm und zeig dich mir. Hier vor dir wird mein Herz stark, nah bei dir will ich bleiben, Herr. Endlich dir mein Loblied sing, kommst du mit Macht
erfüllst mein Herz. Bitte komm, erfüll mein Herz. Hier vor dir wird mein Herz stark. Na, bei dir will ich bleiben, Herr. Wenn ich dir mein Loblied sing, kommst du mit Macht und erfüllst mein Herz. Bitte komm, erfüll mein Herz. Erfüll mein Herz. Erfüll mein Herz. Erfüll mein Herz. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt uns gemeinsam im Gotteswort heute schauen dürfen. Ob das dann direkt zu unserem Online-Gottesdienst oder ob es im Archiv unter der Woche ist. Aber diese Art und Weise, dass wir doch Kontakt miteinander haben, ist für mich persönlich ein Segen. So, zum Anfang würde ich gerne mit uns beten. Herr Jesus, du bist der gute Hirte. Du hast gesagt, dass deine Schafe kennen deine Stimme. Und das ist unser Verlangen, ist, dass dein Geist so spricht, dass wir selber wissen, du hast gesprochen. Setz ein Filter an unsere Ohren und unserem Herzen, dass wir nicht wirklich abgelenkt werden und dass wir auch differenzieren, unterscheiden, dass du sprichst. Ermutige uns. Einige haben eine gewisse Bürde, die sie tragen im Moment. Erhebe uns. Mach uns froh in deinem Geist. Segne dein Wort, mach uns auch dann reif zu deiner Ehre. Amen. Heute beginnen wir eine neue Serie. Es wird auch eine längere Zeit sein. Wir nennen das einfach ganz schlicht Basics. Heute ist eigentlich eine Übersicht oder eine Einführung. Warum ich das überhaupt mache? Heutzutage, wahrscheinlich dann mehr als je zuvor, haben wir gewisse Gefahren, in der wir stehen. Da sind Betrüger unterwegs und können uns digital, also auch physisch, können sie auf uns in den falschen Wege leiten. Interessanterweise in meiner Recherche, dass die drittgrößte Kriminalität nach Drogen- und Waffenhandlung oder Menschenhandlung ist, das dritte ist Kunstfälschung. Und zwar die FBI schätzt, dass mittlerweile dass Personen, die Kunst verfälschen und versuchen, an reiche Personen zu versteigern, kommt auf eine jährliche Summe von 6 Milliarden Dollar. Milliarden, das heißt, das ist ein Haufen Holz, einfach, dass es verfälscht wird. Und zwar hier in Deutschland haben wir auch jemanden, der sehr bekannt wurde, hat auch Haft absetzen müssen, Wolfgang Beltrachi und seine Frau. Der Mann ist ohnehin ist ein wirklich talentierter Maler. Aber über das hinaus hat er gesagt, er hat irgendwie die Fähigkeit, er nennt das genetisches Defekt, dass er die Autogramm von Künstlern, verstorbene Maler, die sehr berühmt sind, konnte er dann mit links oder rechts, konnte er ihr eigentlich Autogramm auf dem Bild setzen. So, er würde etwas nachmalen, als ob sie es hätte machen können und dann seinen Namen dazu gesetzt. Nicht sein, sondern das von einem gezielten Maler. Dann hat er Dokumente verfälscht, die das eigentlich bestätigen, dieses Bild ist alt. Zum Beispiel, seine Frau hat geholfen, sie wurde sich verkleiden aus ihrer Uroma und dann die hingen diese Malerei auf der Wand und sie hat am Speisetisch gesessen und hat dann eigentlich dann damit einige in die Irre geführt, als ob das Ding schon über 100 Jahre alt in der Familie war. Dazu wurden sie dann mit diesen Dokumenten und die Malerei, was auch ursprünglich neu gemacht wurde, aber es wurde auch, er hat gewisse Techniken, sodass er die Kunst konnte dann auf eine Pseudo
Alter gemacht. Er wurde mit Tee und Bügeleisen, konnte er Dinge so prägnieren, und mit seinen Daumen konnte er drücken, sodass es dann gewisse Risse hatte, und es hat so ausgesehen. Dann der Trick an dem Ganzen ist, die wurden dann das an einem Profi, Fachperson bringen und sagen, das war eine Familie, wir möchten das gutachten. Wir wissen nicht, ob es wertvoll ist oder nicht. Und diese Gutachter wurden das anschauen, recherchieren und mit den Dokumenten, was sie hatten, dann die wurden sagen, das Ding ist echt. Und dann wurden die das für 600.000 Euro oder 1 Million, wurden sie es versteigern lassen. Dieses Genre von Kriminalität ist so weit verbreitet, dass es absolut gefährlich ist. Die Fachpersonen geben ihre Autorität, setzen das ein, und die Personen, die sammeln, Museen weltweit, werden Millionen investieren, um das zu erwerben. So gefährlich ist es heutzutage. Und das ist auch geistlich zu übertragen. In manchen Kreisen ist es so, dass viel Gefälschtes eingesetzt wird. Wir werden das heute betrachten in unserer Serie. Das ist eigentlich der Sinn von dem Gesamten. Neulich habe ich wieder mal einen Fall gehört von einer Schwester, die ihr Vertrauen auf Jesus setzt und Hoffnung auf Ewigkeit, dass Jesus allein am sein Tod am Kreuz ihre Vergebung gebracht hat. Aber sie hatte eine Tochter, die Schwangerschaftsprobleme hatte, und diese Schwester dann sagte, wieso ist es dazu gekommen? Und in ihr Ohr wurde dann Folgendes gepflanzt. Weil du schon mancherlei Beziehungen in der Vergangenheit hattest, Gott möchte dich strafen, züchtigen, und hat einfach dann die Gnade Gottes kaputt gemacht in ihr Ohr, sodass sie zum Punkt kommt, dass sie selber zweifelt, ob sie überhaupt ein Kind Gottes ist. Manche werden gewisse diverse Dinge sagen, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Und das kann mancherlei jüngere Christen absolut irritieren, verletzen und ablenken. Besonders in einem Tag, wo wir heutzutage so viele Theorien haben. Und alles kann gesagt werden im Internet, als ob man nicht dazu Wahrheit gebunden ist. Ob es Fantasie oder ob es nur Wunschvorstellung oder selbst, dass sie das überzeugt sind, dass es ist dann eine andere Frage. Lasst euch nicht irren, Geschwister. Der Feind hat keine Verpflichtung auf Moralität und Wahrheit. Und obwohl in unserem Land herrscht ein Reinheitsgesetz, beim Feind ist kein Reinheitsgesetz. Er kann das frisches Wasser Jesu Christi kann er dann so abarten, aber dann ist es gefährlich, gemischt mit Gift und verseucht. Und unser Job ist, das dann wirklich zu unterscheiden. Gleichzeitig wissen wir alle, wir sind manchmal in einem Punkt, wo gefaked einfach ein Teil von unserer Natur ist. Zu meiner Zeit in einem College habe ich eine kurze Zeit als Juwelier gearbeitet, und wir haben Brillanten verkauft. Eines Tages kam eine Frau sehr nervös und hat mich gebeten, ob ich einen Zirkonienstein habe mit einer Größe von zwischen 4 und 5 Karaten, was einfach ein Monsterstein ist im Blick auf die Größe. Sie sagte, ihr Mann hat ihr einen Ehering besorgt mit Brillanten drin, und das ist irgendwie locker geworden und der Stein ist verloren gegangen. Und sie war nervös, dass es wirklich ihrer Beziehung schaden könnte, und so sie wollte dann einen Fake-Stein haben, das aussieht wie ein Brillanter, bis sie selber das Geld sammelt und das ersetzen könnte. Sie hoffte einfach Zeit damit zu gewinnen mit ihrem Mann. Und zwar in manchen Gesellschaften ist es auch empfehlenswert, gewisse Dinge zu faken. Obwohl das auch dann ausgelegt werden könnte aus Heuchelei, das ist eine Variante. Aber auch bei uns zu Hause wird es manchmal gesagt, Fake-Freude ist immer noch besser als wahre Tränen.
Das heißt, wenn wir auch schlecht gelaunt sind, wir kommen zum Familientisch und beim Abendessen sollte man wirklich sagen, es geht nicht um mich, es geht um anderen und sie brauchen mich und so, ich werde mich benehmen, ich werde meine Emotionen beherrschen. Das ist gefaked. Das englische Sprichwort dafür heißt fake it till you make it. Oder direkt übersetzt, tu als ob, bis du es kannst. Wo wir das benutzen, ist, man ist nicht immer mutig. Man hat nicht immer die Courage, aufzustehen und zu sagen, mir geht's gut. Bauchschmetterlinge sind ein Beispiel. Ein Sänger oder Sängerin möchte eigentlich einen Auftritt machen, hat geübt, ist bereit, aber dann, als das Publikum da ist und man auf die Bühne geht, plötzlich dann kommt einfach ein Gefühl von Angst und Menschenfurcht. Man handelt, als ob man mutig ist. Das ist gefaked, aber es angebracht in diesem Moment, weil ich Verantwortung gegenüber anderen habe. So ist es nicht immer verkehrt. Es ist klar. Aber auf die andere Seite, wir müssen hier unterscheiden, wann was fake ist und was nicht. Und das ist, warum ich dann diese Serie beginnen möchte. Bankers werden dann auch manchmal mit verfälschtes Geld. Jemand sagt, ich möchte das auf Konto einzahlen oder sie möchten das irgendwie in Zahlung geben. Und mir ist gesagt worden, dass Bankers werden trainiert. Der beste Weg, um das zu entdecken, ist mit warmem Geld umzugehen. Wenn sie es sehen, tagtäglich, sie wissen, wie es fühlt, welche Kennzeichen, Merkmale vorhanden sind. Das hilft uns zu unterscheiden, wie wir dann mit Geld angehen. Übrigens nicht jede E-Mail, wo jemand verspricht, er ist irgendwie ein Prinz in Afrika und braucht Hilfe, weil er 21 Millionen geerbt hat. Er bräuchte jemanden, der ist bereit, 50% zu geben, ihm helfe, das einfach auf das andere Konto zu bringen. Heißt nicht, dass unbedingt, dass es wahr ist. Wir müssen hier unterscheiden. Und das ist, wo wir diese Serie beginnen. Wir möchten Kriterien geben, sodass jeder in der Lage ist, selber zu unterscheiden. Wir werden das im Laufe des Heutes werden wir das versuchen zu packen. Ich beginne mit den Worten, wo Jesus sagt in der Bergpredigt. Was er uns sagt ist, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber reisende Wölfe sind. So zuerst beginnt er mit diesen scharfen Worten, hütet euch, aufgepasst. Die griechischen Worte dafür, hütet euch, leiten sich dann zurück auf einen Gedanke, das ist eigentlich dann die Einstellung von einem Kapitän, der jetzt sein Schiff ans Land bringen wird und er möchte andocken. In dieser Einstellung, menschlich gesehen, muss er aufpassen, muss er wirklich konzentriert bleiben, dass er nicht einfach falsch irgendwie an etwas kommt und dann nicht nur die Ladung, sondern Menschenleben sind in Gefahr, weil es kentert und die kommen ums Leben. Mit dieser gleichen Vorstellung sollten wir dran gehen, sagt Jesus. Wir sollen wirklich aufpassen im Blick auf Menschen, die falsche geistliche Darstellungen geben. Wir sollen in der Lage sein, das zu unterscheiden, was echt ist und was nicht echt ist. Und das im Zusammenhang gibt uns nochmal Warnung, weil es hier nicht um Nebensachen geht, es geht wirklich um Ewigkeit. Wenn wir gehen zurück im Vers 13 und 14, ich lese vor. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Hier geht es um Verderben und ewiges Leben. Hier geht es um Verlorensein auf die eine Seite. Wenn wir auf diesen leichten, breiten Weg, wo die Massen drauf sind, sagt, das ist absolut Gefahr. Da willst du nicht dabei sein. Geh nicht davon aus, dass demokratisch wird es gewählt. 51% kann nicht falsch sein. Er sagte, doch, es kann sein. Aber es gibt einen schmalen Weg und das ist eigentlich, worauf wir zu achten haben. Pass auf.
Jesus sagt uns letztendlich Unterscheidung. Wir sollen differenzieren oder urteilsfähig sein. Wir sollen prüfen. Glaub nicht alles, schluck nicht alles runter. Fachpersonen werden sagen, dies ist echt, oder die werden sagen, jener ist der Weg. Komm, mach mit. Vertraue nicht jedem Gedankengang, auch wenn es dann logisch sich anhört. Das ist, worauf es gebaut ist. Ein bisschen Wahrheit ist dabei und man baut drauf und dann man sieht das nicht kentern. So fast wie ein Mann der, oder Frau, die begabt ist mit sogar sozusagen Zauberei. Die können mit den Händen können sie ablenken und dann siehst du nicht, wo die Münze gegangen ist und dann können sie es plötzlich aus der Luft oder hinter deinem Ohr können sie es schnappen. Pass auf, die Ablenkung kommt. Und da, wo wir nicht darauf vorbereitet sind. Nicht zynisch, aber er hat gesagt, wir sollen in der Lage sein, zu überprüfen. Das ist der Grund für Basics. Die Bibel macht Warnungen dagegen, und zwar Galater Kapitel 1, Vers 8, wo Paulus schreibt an diese Gemeinden in Nordtürkei. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Manche werden kommen und sagen, das ist nicht erforderlich dann für ewiges Leben. Das kannst du vergessen mit der Kreuzigung, Beerdigung und Auferstehung Jesu. Das ist altmodisch. Gott verlangt kein Blutopfer. So deswegen ist das Unsinn. Gott würde seinen Sohn nicht opfern. Sagte, wenn jemand versucht, ein anderes Evangelium, ein anderer Weg, statt einfach Heil durch Glauben, durch Gnade, was Gott dir erteilt, weil du dein Vertrauen in Jesus setzt, sagte, das ist Grund, verflucht zu sein. Verflucht heißt nicht unbedingt Zauberei und kein Voodoo. Was er damit meint, ist dann, steht in Gefahr vom ewigen Zorn und Gericht verloren zu gehen. Es ist kein Schimpfwort in dem Sinne, dass wir benutzen, oder das benutzt, man benutzt im Alltag. Es geht hier drum um Ewigkeit. Johannes, der beste Freund eigentlich von Jesus in den Aposteln, sagte folgende Worte. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Selbst zur Zeit von dem Apostel Johannes sagte, es gibt manche, die schon unterwegs sind und versuchen, das irgendwie korrupt zu machen. Es ist nicht, weil es dann einfach so nah an Jesus sein, dass die geschützt waren, sondern selbst da möchten die einfach am Quelle vom Bach, möchten sie es dreckig machen. Übrigens, das ist für jemanden, der ein Jäger ist und unterwegs, trinkt einfach Fluss vor den Kuhacker. Das ist nur ein Tipp. Dann nach dem ist das so eine Sache. Und fragt nicht, warum ich das weiß. Hier in diesem könnte ich dann auch sagen, es gibt eigentlich dann drei Bereiche, große Bereiche, wo das vorkommt. Lehre, Lebensstil und Lügen. Lügen meinen wir falsche Zeugen. Ich war dabei, euer Ehre, und ich habe Folgendes gesehen. Dieser Mann hat das gemacht. Ist nicht unbedingt, das ist ein falsches Zeugen. Auch wenn man ein Fachmann ist, ist man in Gefahr, das zu machen. Interessanterweise hat Paulus auch gesehen bei einer Gemeindegründung. Er sagte, seine Zeit in Ephesus kommt zu Ende und er wird jetzt weiter auf anderen sein und jetzt in einer Reise, er kommt in der Nähe von Ephesus bei und so er hat die Ältesten zu sich gerufen, die kommen und die haben eine Zeit von Gemeinschaft und er sagt folgende Worte zu ihnen. Wir werden uns nicht mehr sehen, aber passt auf, bitte. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 29, denn was
denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Er nennt sie, wie sie sind, Wölfe. Jesus hat das natürlich ein anderes Wort dafür benutzt. Er hat in Vers 15 nochmal, er sagte, falsche Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Außen sieht's richtig, aber innen, außen gut, innen böse. Die sehen wie Hirten, aber in Schafskleider. Was will Jesus sagen? Wir hatten Schafskleid getragen. Hirten. Indem das dann einmal im Jahr geschlachtet wurde, dann, er wurde dann eine Jagd zu sich nehmen und er macht es auf Schafpelz. Und so, die geben vor, als ob sie Hirten sind. Sie wollen nicht unbedingt ein Schaf verletzen, sie möchten die ganze Herde verletzen und umbringen. Er sagt, pass auf. Deswegen sagt er, wir sollen aufpassen. Falsche Propheten, Johannes sagt, prüft die Geister. Denn Wölfe sind unterwegs und die möchten wirklich eine Gemeinde, ein Hauskreis, sie möchten einzelne Familien und einzelne Personen vernichten, in die Wege, in die Irre führen. Basics sollte uns eigentlich eine Hilfe geben, dass wir in der Lage sind zu unterscheiden, wirklich Kennzeichen zu sagen, stimmt es nicht. Deswegen möchte ich euch helfen, dann in dieser Zeit Lehre, Lebensstil und Lügen zu unterscheiden. Und indem dass wir wirklich sehen, was sagt Gottes Wort dazu, das hilft uns. So, ich möchte jetzt einfach eine Menükarte geben von dem, was uns in den kommenden Wochen und Monaten erwartet. Wir werden 8 große Bereiche möchten wir anschneiden. Das ist eigentlich, was studiert werden, das nennen wir systematische Theologie. Theologie ist von dem griechischen Wort Theos, Gott. Ologie ist dann Studium von. So Theologie ist eigentlich Studium von Gott. Das ist, was wir vorhaben, ist diese Kriterien wirklich dann zum Herzen zu nehmen. So, wir werden diese 8 angehen. Gott, der Vater, damit beginnen wir. Davon kommt alles. Ob wir nun essen oder trinken, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Und dann werden wir die Schriften. Gott hat sich und muss sich offenbaren. Wir sind nicht clever genug, um uns sowas auszudenken. Kommt gar nicht in Frage, dass wir jemals denken, wir haben Gott verstanden. Er muss sich offenbaren. Und deswegen hat er uns das getan. Deswegen die Schriften müssen wir zur Hand nehmen. Dann werden wir die Schöpfung nehmen, wovon wir auch nicht in alle Tage eingehen, das ist nicht unser Vorhaben, sondern eigentlich dann Mensch, Menschheit und der Fall von Gottes Herrlichkeit, wo alles dann kaputt gegangen ist, die Schöpfung wirklich in Schleudern gebracht wurde. Dann werden wir Gott, der Sohn, der dreieinige Gott, letztendlich werden wir betrachten Gott Vater, Sohn und Gott, der Heilige Geist. Und deswegen unser 5. Bereich ist Gott, der Heilige Geist. Unser 6. Bereich ist Erlösung, nämlich wie Gott, der Sohn, sich selber hingegeben hat und dass der Geist uns fähigt, dann ihn wirklich warm zu werden und dass wir unsere Herzen öffnen und sagen, ich möchte ein Leben mit dir haben. Ich akzeptiere deine Gnadengeschenk und ich möchte drin leben. Dann werden wir auch die Gemeinde betrachten, einfach, was sie ist und wozu sie ist und wie wir uns dann mit einbringen können. Und dann letztendlich die 8. Bereich ist dann Endzeit. Und damit haben wir dann einfach Kriterien, die uns helfen. Falsche Lehre, falscher Lebensstil und Lügen. Lebensstil meint es, dass das ist, wo Menschen durch Sünde in Stolpern kommen. Wir können selber uns blind machen. Durch unser Benehmen, durch unsere Motiven, unsere Verhaltensmuster können wir uns so in die Irre bringen, dass wir es nicht mehr wissen, wo wirklich Norden entlang geht.
Übrigens, das ist eine größere Gefahr für einen Pilot. Es gibt bei Piloten so etwas, das nennt sich auf Englisch Spatial Disorientation. Das heißt, man weiß nicht mehr, was oben, was unten, was links, was rechts ist. Und man denkt, er fliegt nach oben und steigt. Und im Grunde genommen, man fährt einfach dann auf den Berg runter. Und geistlich ist es auch zu sehen, man hat einfach durch so viele Stimmen, das ist richtig und ich gehe in diese Art und Weise und dann ist man wirklich in Trouble. Deswegen bräuchten wir Kriterien haben, sodass wir unterscheiden können. Basics sind eigentlich eine Grundlage, woran wir filtern können. Wir geben nicht automatisch Vertrauen an jemanden weiter. Das prüft die Geister, sagt er. Ganz zum Schluss denke ich, dass es auch dann eine praktische Warnzeit ist. Ich bekomme fast jede Woche dann E-Mails, genauso wie du, die uns ganz schön auf den Arm nehmen. Eins diese Woche habe ich dann gesehen, war von Sparkasse. In dem das jetzt neue Regelung dieses Jahr eingeführt wurde, dass alle 30 Tage muss ein Tarngenerator geprüft werden. Wir müssen unser Konto abstimmen. So, ich habe dann gesehen, jetzt kommt die Warnung, es läuft bald ab. Und so deswegen, hier ist ein Link, drauf zu gehen, um das zu machen. Ich, Esel, drücke drauf und gehe drauf und dann ist das ein Link. In diesem Moment, dann betrachte ich dann die URL und sehe, dass es dann nicht die Sparkasse ist, sondern ein Sparkasse-ähnlicher Link. Das heißt, es war nicht, aber jemand würde versuchen, das aus Phishing. Sie hoffen, indem dass sie eine Sparkasse-Seite errichten, dass ich dann mein User und Passwort eingeben und damit, wenn ich einlogge, dann haben die Zugang zu meinem Konto. Das ist Differenzieren, Unterscheidung und einfach dann zu prüfen. Und geistlich gesehen, gib dein PIN einfach nicht an irgendjemanden. Wir sollen vorsichtig sein, wessen Stimme in unseren Ohr kommt. Wir sollen prüfen. Auch für Familien sollen wir auch ein Familienpasswort haben. Denn wenn die Kinder dann von jemandem auf der Straße konfrontiert werden, sagen, deine Mutter liegt im Krankenhaus, steig bei mir im Auto ein und ich fahre dich zu ihr. Sie hat gesagt, ich soll es dir sagen. Welches Passwort hat sie dir gesagt? Und wenn die es nicht 1:1 übergeben können, dann vertraue diese Person nicht. Es war nicht eine, wir sollen dann wirklich unsere Familie schützen. Gewisse Tipps werden wir finden und Kriterien, wie wir selber unterscheiden können. Aber unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen wirklich das anzuwenden, was Jesus sagt. Hütet euch vor falschen Propheten. Außen sehen sie schön aus, aber innen sind die reißende Wölfe. Die möchten verletzen. Lasst uns gemeinsam beten und Gott um seine Gnade bitten. Jesus, ich bete für uns, die schon im Glauben verstehen, dass du uns wirklich festmachst, dass wir in der Lage sind, wirklich zu unterscheiden, dass von außen und von innen kommen Gefahren. Dass nicht jedes Wort, das selbst in unserer Mitte gesagt wird, dass es wirklich von deinem Geist kommt. Ich möchte auch bitten, für denen, die dich noch nicht kennen, dass sie wirklich filtern können direkt von dir. Segne uns, bewahre uns, möge dein Name groß geschrieben werden. Gib uns Augen und Herzen für dein Wort. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Liebe Geschwister, nächste Woche haben wir wieder einen Präsenzgottesdienst und ihr seid herzlich dazu eingeladen. Bis dann. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on.
Lord, you have my heart, and I will search for you. Let me be to you a sacrifice, and I will praise you, Lord, and I will sing of love come down, and as you show your face, we'll see your glory. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on. Lord, you have my heart, I will search for yours. Let me be to you a sacrifice, and I will praise you, Lord, and I will sing of love come down, and as you show your glory, and I will praise you, and I will praise you, Lord, and I will sing of love come down, and as you show your face, we'll see your glory. We'll see your glory. We'll see your glory.